Ja, hallo Leute, grüßt euch, hier spricht Ouroboros und heute machen wir erneut einen Wochenrückblick und zwar bei Pravda TV. Pravda TV ist eine Seite, die sich mit verschiedenen Thematiken sich beschäftigt, zum Beispiel mit Verschwörungstheorien, mit mystischen Dingen, über Nahtoderfahrungen, über das Leben allgemein. Also eine interessante Seite mit verschiedenen Perspektiven, die man sich durchaus anschauen kann. Und darum werde ich gleich mal einige Themen aussuchen und meine Gedanken darüber sagen. Es ist natürlich normal, dass das alles, was ich sage, natürlich nur Thesen sind, weil ob was da dran ist, weiß ich nicht. Aber ich versuche meine Gedanken über die verschiedenen Thematiken euch rüberzubringen. Also fangen wir direkt an. Aber wie gesagt, ich nehme nur wichtige Themen an, um euch zu informieren. Also schauen wir mal, was es Interessantes diese Woche gab. Uninteressant. Was haben wir hier? 10 Verschwörungstheorien rund um die Antarktis, die wahr sein könnten. Ihr wisst ja selber, Leute, ihr wisst ja selber, es gibt ja verschiedene Thematiken, was die Antarktis sein soll. Einige behaupten nun von der normalen, offiziellen Theorie, dass die Antarktis eher eine Art Kontinent wäre, ne? Das irgendwo liegt. Aber es gibt natürlich auch diese sogenannten Flacherdler, die behaupten ja, die Antarktis wäre kein Kontinent, sondern eine Art Eisring. Das ist wie so ein kreisrunder Eisring und mittendrin ist sozusagen die flache Erde, Orte, in denen wir uns befinden, Leute. Ich bin ein wenig erkältet, das heißt, wenn ich zwischen euch huste, verzeiht mir. Das war schon das erste Husten. Also wie gesagt, die Flacherdler glauben, dass es einen Eisring gibt und dass diese offizielle Geschichte gefälscht worden ist von irgendwelchen Machthabern, die die Erde kontrollieren und die Menschheit sozusagen als Sklaven benutzen. Und je weniger der Mensch über die Wahrheit erfährt, desto besser für die jedenfalls. Da gibt es natürlich verschiedene Verschwörungstheorien darüber. Einige behaupten nun, dass außerhalb dieses Eisringes andere Kontinente existieren. Das heißt, andere Ländereien, wo andere Zivilisationen leben, vielleicht sogar technisch höher entwickelt sind als wir. Aber wie gesagt, bisher konnte kein normaler Mensch dahin, weil ja angeblich, nochmals, alles nur Verschwörungstheorien vom Militär überwacht wird und wenn es eine Art Verbot gibt, dahin zu gelangen, als normaler Mensch, sage ich mal. Und darum leben wir hier in einem Art Zoo, umzingelt von irgendwelchen Gesetzen, von irgendwelchen Dingen, die uns von allem ablenken. Das heißt, irgendetwas oder beziehungsweise irgendein Grund lässt zu, dass wir hier gefangen sind und dass wir hier nicht rauskommen. Andere Verschwörungstheorien über die Antarktis besagen, dass dort riesige Wesen existieren. Das heißt, ihr kennt ja die Geschichten über die Nephilim, die dann irgendwann mal verschwunden sind in der Menschheitsgeschichte und einige behaupten nun, dass diese riesigen Nephilims, wir reden jetzt hier nicht von ein paar Metern, sondern es wären so riesige Giganten, so wie in den alten Zeiten, wie über die Titanen, die ja fast ein Kilometer, 2-3 Kilometer oder sogar größer waren von der Geschichte her. Und die würden sozusagen in diesem Antarktis, und als Kälteschlaf würde ich nicht sagen, oder Winterschlaf würde ich auch nicht sagen, sondern die schlafen. So, damit sie weiter schlafen und die Erde, beziehungsweise die flache Erde oder die Kugelerde, was auch immer, nicht vernichten, müssen diesen Wesen Energien zugefügt werden, damit sie weiter schlafen und sozusagen in ihrem Traum bleiben und nicht in die Wirklichkeit aufwachen. Was bedeutet das? Dass diese Regierung, beziehungsweise die elitäre Macht, die auf dieser Erde herrscht, Menschen, ja, hört genau zu, Menschen opfert durch irgendwelche geplante Kriege, nochmals geplante Kriege, die sie inszenieren, damit der Mensch gegen Mensch erschießt und dass der Mensch stirbt. Und deren Energien werden aufgefangen und in bestimmten Zeiten an Antarktis gebracht und dort diesen Giganten sozusagen zugeführt, damit sie weiter im Schlaf sind. Es gibt jetzt Gerüchte, dass irgendwie, also warum auch immer, das nicht mehr klappt. Und dass die Giganten langsam aufwachen und das Ende aller Existenzen
bringen werden. Das heißt, diese riesigen Monster, Giganten, Götter, egal wie man die bezeichnen will, werden aufwachen und die Erde in Verwüstung stecken. So wie der Apokalypse es immer wieder vorausgesagt hat, Leute. Ob da was da dran ist, weiß ich nicht. Da muss jeder mal selber nachforschen. Dann gibt es natürlich sehr interessante Thesen über die Antarktis, zum Beispiel über Adolf Hitler, ja, genau zu. Während des Dritten Reichs gab es ja verschiedene Geheimgesellschaften, zum Beispiel die Thule-Gesellschaft, die Vril-Gesellschaft und andere weniger auch, die natürlich am Ende alle miteinander zu tun haben, ob das bei den Freimaurern, die Illuminaten, was immer die heißen mögen, am Ende haben die miteinander eine Vernetzung, ein Netzwerk. So, und die Geschichte besagt, dass Adolf Hitler, beziehungsweise das Dritte Reich, beziehungsweise die deutschen Reichsbürger, oder wie die heißen mögen, es geschafft haben, während des Zweiten Weltkriegs, das heißt, bevor der Krieg beendet hat, eine riesige Armada von neuesten Technologien, unter anderem UFO-Technologie, das heißt Flugscheiben, nach Antarktis zu bringen, wo die eine riesige Gewölbe erschaffen haben, das heißt so eine Art Untergrundbasis, wo die ihre neuen Technologien sozusagen versteckt haben, mit auserwählten Menschen. Das heißt, es waren Arier, blonde, blauäugige Arier, so jedenfalls steht da, die dann nach Antarktis gebracht worden sind, um das deutsche Gen, um das deutsche göttliche Gen am Leben zu erhalten. Da fragen Sie, es gibt dann Verschwörungstheorien, die besagen, jetzt hört genau zu, es ist so ein bisschen eigenartig, weil ich nicht daran glaube, also das ist ja ekelhafte Verschwörungstheorie, die besagen, dass die Menschheit so aufgestellt ist, sagen wir mal, wenn man vom Dunkeln anfängt, je heller der Mensch wird, hat er auch was Göttliches an sich. Das heißt, es ist wie so eine Art, durch Wissen und Macht, wird er in einem höheren Daseinsform geboren. Das heißt, je mehr Wissen, je mehr Reinheit, desto wird der Mensch körperlich auch heller. Das Auge wird blau, die Haare werden blond und sowas. Es gibt da Sinn, das ist eine ekelhafte Geschichte, muss ich sagen, dass es schon fast wie rassistisch ist, aber ich halte auch nichts davon. Aber diese Theorien sind nun mal im Netz. Was soll man machen, Leute? Ne? Also wenn das die Arier sind, wenn es das Volk Gottes ist, das heißt das höchste menschliche Gefilde, dann würden diese Leute in Antarktis leben und dann irgendwann mal auch die dunklen Mächte, die die Erde beherrschen, die Satanisten, die Menschen opfern, damit die Riesen nicht aufwachen, sag ich schon mal, dann würde es zu einem Art Endkampf kommen zwischen den Mächten bzw. den Kindern des Lichts und der Dunkelheit. Also natürlich eigenartige Geschichte, muss man sagen, und ob da was da dran ist, keine Ahnung, Leute, hört sich natürlich sehr, ja, extrem an, aber macht euch selbst Gedanken, ob was da dran ist, kann ich euch echt nicht sagen. So, was haben wir noch Interessantes? Der Anfang vom Ende ist eingeläutet. Ja gut, es gibt ja viele Menschen, die es behaupten, ja, die Elite, die ist am Ende, die Welt, die Familien, die diese Welt beherrschen, werden am Ende, weil bestimmte Pläne angeblich nicht funktionieren. Aber ich kann euch eins nur sagen, Leute, wer sich ein bisschen Psychologie sich auskennt, dann weiß man, wie man diese Menschenherde führt, Leute. Das heißt, man muss den Menschen Schwäche zeigen, damit die glauben, sozusagen, beziehungsweise die Verschwörungstheoretiker, die sich damit sich auskennen, die jetzt behaupten, die familiären Eliten, die wären es am Ende. Aber in Wirklichkeit ist es ein psychologischer Trick, damit man den Menschen zu glauben lässt, dass diese Machtstruktur fallen würde. Aber in Wirklichkeit ist das fest am Sattel, sag ich mal. Und genauso wird das passieren, wie die Geschichte schon angedeutet ist, Leute. Die neue Weltordnung, alles drum dran, mit den ganzen Technologien, mit Great Reset, was ja passiert, dass die Menschheit in sogenannten City-Städten leben wird, das heißt konzentrierte, dass die Natur um diese sogenannten City-Städte weiter aufblühen werden. Das heißt, dieser Ort wird sozusagen so eine Art Paradies, jedenfalls für die Elite, die sich natürlich dann in diesen Wäldern irgendwelche Häuser bauen können. Aber für den normalen Menschen wird das so sein, wie in den meisten Science-Fiction-Filmen, dass das konzentriert worden ist, das heißt, die Menschen werden in Zentren leben, also das heißt nicht mehr in welchen Dörfern, sondern es wird alles zentralisiert und zwar mit irgendwelchen
Sozialkreditsystem, das heißt, ein Mensch bekommt solche Punktesysteme, so wie in China, wenn du dich gut benimmst, kriegst du natürlich Belohnung, als würdest du einem Hund so ein Leckerchen geben, sag ich mal. Und wenn du dich dagegen auflehnst, dann wird dir das Ganze weggenommen, das heißt, du kannst nicht kaufen, einkaufen, du kannst keine Geschäfte machen, du kriegst nicht mal deinen Wohnraum, das heißt, du bist am Arsch, Leute. Und dieses System wird nach diesen Verschwörungstheoretikern bald eingeführt, bis 2030. Das heißt, alles wird mit solcher künstlichen Intelligenz regiert. Das heißt, diese künstliche Intelligenz, was wir sozusagen auch heute haben, zum Beispiel dieses GP4-Chat oder wie das heißt, die wird alles kontrollieren, dass der Mensch sozusagen wie so eine Art Marionette funktioniert, wie so eine Arbeitssklave funktioniert. Und wir befinden uns auf dem Weg, nochmals auf dem Weg zu einer dunkleren, noch dunkleren Zeitalter, was die uns hier voraussagen. Ne? Ihr wisst ja selber, mit diesem ganzen Kali-Shiva oder Kali-Yuga-Zeitalter, sag ich mal, wo behauptet wird, es wird eine dunkle Zeitalter auf die Menschheit kommen und es wird passieren, Leute. Die dunkle Zeitalter ist nicht vergangen, sondern es entsteht gerade, wo die Menschheit richtig in die Sklaverei getrieben wird, Leute. Sehr interessant, sage ich mal, und wir werden sehen, was die Zukunft zeigen wird. Entschuldigt. Ja, ich sag mal so, diese Themen sind natürlich sehr, sehr unangenehm, sage ich mal. Zum Beispiel, wenn jetzt ja irgendwer behauptet, nochmals, es wird im Netz jetzt behauptet, ist nicht von mir, ich verurteile solche Dinge, ob da was da dran ist, keine Ahnung, jedenfalls ist das natürlich nicht schön, wenn solche Artikel erscheinen, wo dann auf einmal behauptet wird, Pädonetzwerke, Barack Obamas Verbindung zur Pizzagate in neuen Epstein-Dokumenten aufgedeckt. Ja, das ist für so ein Thema, Leute. Ne? Wie ihr im Fernsehen mal erfahren habt, gibt es da sozusagen diese sogenannte Pizzagate-Affäre. Was heißt das? Es gab so irgendwelche Läden, wo dann im Untergrund Kinder angeboten worden sind. Das heißt ja für Sexsklaven, für Sexspielchen oder beziehungsweise sogar für satanistische Rituale, wo kleine Babys umgebracht worden sind, um deren Blut für bestimmte Angelegenheiten zu brauchen, beziehungsweise Dämonen zu beschwören. Oder irgendwelche Machtstrukturen zu beschwören, um ihre eigenen Interessen auf dieser Welt darzulegen, sag ich mal. Ob jetzt hier irgendwelche Präsidenten, Schauspieler, was weiß ich, da drin stecken, kann ich nicht sagen. Es ist aber ein sehr, sehr harter Tobak, sag ich mal, wer sowas behauptet, ohne Beweise darzulegen, sag ich mal. Ne? Das muss jeder selber erfahren. Oder liest einfach mal bei Google mal nach, was es für Dinge gibt über sogenannte Pizzagate-Affäre. Ne? Da geht es ja um die Pädophilie-Netzwerke weltweit, über Satanismus-Netzwerke, die miteinander verflochten sind. Also sehr, sehr interessante Dinge, die natürlich nicht beweisbar sind, Leute, muss man sagen. So, was haben wir denn hier? Ach, über solche Verschwörungstheorien wollen wir uns gar nicht unterhalten. Zum Beispiel besetzte BRD, Tatort Rammstein, bla bla bla. Ich weiß ja nicht, Leute. Ne? Es gibt ja so diese sogenannten Reichsbürger, was immer das so bedeuten soll. Die behaupten nun mal, dass diese Stadt Deutschland kein souveräner Staat wäre. Das heißt, ja nicht demokratisch gewählt, sondern von irgendwelchen Familien oder Unternehmen sozusagen geführt wird. Die BRD wäre sozusagen so als GmbH. Aber Leute, das ist totale Schwachsinn. Also solche Thesen, das ist ja kaum zu glauben. Also das wäre so, wenn ich das behaupten würde, diese Deutschland wird jetzt von irgendwelchen Familienmitgliedern unterwandert, die dann nur ihre eigenen Interessen für sich finden. Und es werden Satanisten, Leute. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt behaupten, Deutschland wird von Satanisten regiert. Das kann man doch nicht sagen, Leute. Also das ist einfach Schwachsinn, sage ich mal. Ne? Deutschland ist ein demokratisches Land, frei gewählt. Und ich bin auch froh, in Deutschland zu leben. So, was haben wir ja noch? Mondgestein-Museum ist nur versteinertes Holz, wie man auf dem Mond fliegt, ohne darauf zu landen. Das ist natürlich wieder Themen, die wir schon mal öfter mal in unserem Video mal erwähnt haben. Wir gehen ja davon aus, dass die Amerikaner nie auf dem Mond waren. Ach, nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Chinesen oder die Russen, die waren nie auf dem Mond, weil die miteinander eine vernetzte Bruderschaft führen, sag ich mal. Alle Länder, was hier existieren, so jedenfalls meinen auch die Verschwörungstheoretiker, sie werden von Familienmitgliedern geführt und alle stecken eigentlich unter einer Decke, sage ich mal so. Ne? Und die behaupten nun, dass die Amerikaner jetzt, sage ich mal, in den 60er Jahren gar nicht auf dem Mond waren, sondern dass das einfach ein Schwachsinn ist, weil wir ja gar nicht in einer Art Universum existieren, sondern wir, jetzt nochmals, jetzt kommt das, entweder unter einer Art Kuppel,
Das heißt, da kommt wieder die flache Erde oder, nochmals, oder in so eine Art Hohlerde. Ihr kennt ja die Geschichte von der hohlen Erde, dass wir da drin irgendwo existieren. Also es gibt schon komische Thesen, aber ich wollte das auch noch extra erwähnen, dass ich es nicht nur auf die flache Erde beziehe, sondern dass es hier um eine Art verschlossenes System handelt. Ob das jetzt eine flache Erde ist oder auf hohle Erde ist, das heißt, es sind geschlossene Systeme, wo man nicht zum Weltall gelangen kann. Das würde ja bedeuten, der Mond, die Sonne wären einfach gefälschte künstliche Objekte, wo man natürlich nicht drauf landen kann, Leute. Da fragen sich natürlich einige, warum sollte die NASA dann Milliarden von Euro ausgeben, also Dollar ausgeben? Und wie kann es das sein, dass so viele Menschen an diesem Projekt beteiligt waren und alle sind noch kein Verschwörer? Ihr müsst aber vorstellen, ihr müsst eines vorstellen, Leute. Ihr müsst eines vorstellen. Wenn es sowas existiert, eine Verschwörung, ne, da geht es nicht um die Masse. Es kommt darauf an, wer die Kontrollpunkte besetzt hat. Das heißt, wenn man jetzt hier bestimmte Beamte sage ich schon, bestimmte Positionen besetzt hat, kann man auch die unteren kontrollieren. Man muss jetzt hier nicht 5000 Leute überall als Verschwörung bezeichnen, sondern man braucht nur ein paar Leute, bestimmten ja, wichtige Positionen zu besetzen und damit kann man alle kontrollieren, Leute. Also diese Verschwörungen sind durchaus real, sage ich mal, wenn es was gibt. Und man sollte nicht einfach denken, Verschwörungen brauchen jetzt Millionen von Menschen, alle müssen verschwiegen sein. Nein, Leute, man braucht nur einige wenige wichtige Positionen zu besetzen und dann läuft die ganze Sache eigentlich schon. Ne? Also Verschwörungstheorien hin und her, man muss nur logisch denken haben. Entschuldigt. Was haben wir hier? Militärs sagen aus, dass es sich bei UFO-Sichtungen über Atomanlagen um ausländische Technologie handelt. Das ist ja schon wieder so eine Sache, Leute. Ne? Wie kommen Menschen dazu, Objekte, die, sagen wir mal, auf freie Energiebasis funktionieren, als ausländische zu bezeichnen? Ne? Entschuldigt. Stellt euch mal vor, die Geschichten, angeblich Geschichten, ne, die existieren ja in den alten Büchern, da werden ja auch von irgendwelchen UFO-Sichtungen gemacht. Also wenn diese Objekte schon ja, Jahrhunderte, Jahrtausende auf der Erde sind. Da können ja nicht einfach auch irgendwelche ausländischen Besucher sein, die ja seit 1000 Jahren auf der Erde sind, oder? Es sei denn, wir befinden uns mit diesen Außerirdischen hier gemeinsam. Die haben sich schon getarnt, sie leben mit uns und die wollen natürlich nicht wissen, was hier passiert, Leute. Es kann auch sein, dass es irgendwelche von außerhalb die Wesen sind, außerhalb der Kuppel, die ja irgendwie eingedrungen sind, um zu gucken, wie diese ganzen Felder funktionieren. Interessante Themen, aber ehrlich gesagt ist das so ein Thema, wo ich nicht darüber so viel spekulatiere, sag ich mal. Das war bestimmt so ein Anschlag auf mich, Leute, dass ich mich gekältet habe. Das waren bestimmt irgendwelche Illuminaten, die mir irgendwas in Tier reingetan haben oder sowas. Aber Spaß zur Seite. Was haben wir jetzt? Uninteressant. Erstaunliche Entdeckung, so könnte unsere Erde untergehen. Ach, Leute, sowas nicht. Was haben wir denn hier? Wege der Seelen und Verheißung der Auferstehung, geomantische Jenseitsrelation in Ägypten. Das ist interessant. Da muss ich mich mal kurz mal reinschauen. Was haben wir denn hier, Leute? Archäologen des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo fanden unlängst Zusammenhänge von Prozessionsstraßen, Seelenwegen mit mythologischen. Also hier geht es, glaube ich, darum, dass im alten Ägypten natürlich bestimmte Entdeckungen gemacht worden sind, die wiederum um die Seele geht. Das heißt, ihr wisst ja, im alten Ägypten ging es meistens um die Seele. Es ging gar nicht darum, lebendig zu sein, sondern es ging darum, was nach dem Tode kommt, Leute. Und darum geht es in dieser Geschichte darum. Das, Moment, ich lese mal kurz, es ist ja wichtig, dass ich was vorlese. Es kommt ja nicht darauf an, weil ich euch jetzt erzähle. Dem ägyptischen Mythos nach wurde Osiris von Seth getötet und zerstückelt. Was, jeder kennt die Geschichte. Damit sein Körper im Jenseits nicht wiederbelebt werden könne. Das ist auch interessant, ne? Also, man muss sich diese Gedanken erstmal vorstellen, ne? Osiris, ob der jetzt echt existiert hat, ob das, jedenfalls geht es um den Körper. Um den normalen leiblichen Körper. Der wird zerstückelt. Was weiß ich vorhin gebracht, aber er hat nicht die Möglichkeit zu leben im Jenseits. Was ist das denn für ein Glauben, Leute? Das heißt, wenn unser Körper in Stücke geschnitten wird, was weiß ich vorhin getan, dann haben wir auch nicht die Möglichkeit, hier
reinkarniert zu werden. Was weiß ich, was für Geschichten da gibt. Ne? Aber ich versuche schon mal weiterzulesen. Doch Isis fand die Körperteile von Osiris, setzte sie wieder zusammen und umwickelte den Körper mit Bandagen, sodass Osiris wieder auferstehen konnte. So wurde der Mythos um Osiris Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod leben. Es ist eine sehr, sehr interessante Thematik, Leute, weil es dann um meine eigene Theorie bezieht, wo ich ja erzählt habe, dass das Leben, was wir führen, einer Vorherbestimmung unterliegt. Das heißt, wir wandern, das heißt, so eine Art Simulation, in der wir uns befinden, in unseren Avataren. Und wenn unser Avatar zerstört worden ist, aus welchem Grund? Stellt euch einfach wie so ein PlayStation-Spiel vor, wo eine Figur gelöscht wird. Weil er es nicht die ganzen Datensätze mehr hat, kann er auch nicht in diesem Spiel agieren, sag ich mal. Erst wenn dieses Spiel all seine Funktionen innehat, hat man die Möglichkeit, wenn man jedes Mal, wenn man das PlayStation von neuem startet, dass diese Figur immer wieder auftaucht, wo er auftauchen soll. Und das ist das Leben, was eigentlich bezeichnet ist. Das heißt, ihr wisst ja selber eine Theorie, ich gehe ja davon aus, dass wir immer wieder in der Zeitschleife auftauchen, immer wieder in dem gleichen Körper, immer wieder in der gleichen Station, weil wir immer wieder belebt werden. Entschuldigung, wir werden belebt, Leute. In diesen Simulationen werden wir immer mehr belebt. Durch Energie, durch den Atem Gottes, wie man in der Bibel oder was weiß ich wo bezeichnet wird. Ne? So, meine Theorie geht auch davon aus, dass wir nach dem Tod, wo wir gestorben sind, werden wir gelöscht werden, Leute. Wir werden gelöscht, als hätte uns nie existiert, als hätte man nie in dieser Simulation je aufgewacht. Das ist ungefähr so, wenn man jetzt die Spieler bzw. die Figuren in so einer Art PC-Spiel oder PlayStation-Spiel einfach den Computer ausschaltet oder PS5 ausschaltet, sage ich mal, dann sind die Figuren auch nicht mehr existent, weil es nicht mehr belebt wird, sozusagen. Und wenn man die wieder einschaltet, und dann fangen die Spielfiguren wieder an, wo die sind. Und genauso läuft das, ist das gleiche System wie in alten Ägypten, wo dann erklärt wird, dass nur wenn man einen Körper hat, die Möglichkeit besteht, dass man irgendwann wieder zurück, nochmals, zurück in den gleichen Körper reinkommt. Da steht ja nichts mit der Reinkarnation, da steht ja nirgends, dass Osiris in einem anderen Körper wiedergeboren wird, sondern nein, er kann nur wiedergeboren werden, beziehungsweise reaktiviert werden, wenn sein ganzes Körper stabil und nicht zerstört worden ist. Und darum ist es auch interessant, dass hier viele Menschen existieren, die Angst vor dem Tod haben, das heißt, die haben Angst, dass ihrem Körper was passiert. Also mir selber ist das schon aufgefallen, dass viele Menschen so voll Schiss haben, dass ihrem Körper was passiert, dass sie sich so schützen, Leute. Also sehr interessant. Hier geht es am Ende rum. Es geht nicht hier Leben nach dem Tod wie in diesem esoterischen Mist, sondern es geht ja darum, dass man dass der Mensch Erkenntnis haben muss, dass es hier eine Maschinerie ist, wo man belebt wird. Nochmals, man wird wie so eine Art Marionette belebt, aber es ist natürlich auch was Göttliches hier drin. Das heißt, man hat die Möglichkeit, wie ich meine Artemis erklärt habe, eine eigene Seele zu bilden, durch die ganze Information, was man hat, beziehungsweise den Weg zu gehen, was ich schon in meinen alten Videos gesagt habe. Ich will ja die ganze Sache nicht nochmal hier erwähnen. Schaut euch meine alten Videos an, dann versteht ihr das, was ich meine. Am Ende geht es darum, dass diesen alten Ägypter, genauso wie die ganzen Mumiengeschichten, warum es bezieht sich diese Mumiengeschichten, diese Bandagen und so, bezieht sich auf die Osiris-Geschichte. Darum haben ja die Pharaonen damals versucht, sich den Leib, den Körper sozusagen so weit wie möglich ganz zu halten, weil die geglaubt haben, nach einem bestimmten Zeitzyklen werden sie wieder geboren. Das heißt, sie werden im gleichen Körper geboren. Wird. Warum sollte man den Körper erhalten wollen, wenn man im Jenseits kommt oder wenn man in einen anderen Körper geboren wird, ne? Das ist ja Schwachsinn. Und das Interessanteste dabei ist ja auch, dass die ganzen Geschichten in ägyptische, religiöse, auch in anderen Schriften zu finden ist. Ob das jetzt im Judentum ist, im Tora oder im Christentum oder im Islam oder sogar im Buddhismus und in anderen Religionen, die wir gar nicht viele so nicht kennen. Die Geschichten, dass die körperliche belebt wird und dass man immer wieder in den gleichen Körper kommt, ist eigentlich eine uralte Tatsache. Das wiederum von Verschwörern, die diese Welt an der Macht besitzen, umgelenkt haben, damit der Mensch glaubt, wir würden in einer Art linearen Zeitebene existieren, wo es kein Kreislauf existiert.
Das große Geheimnis liegt daran, dass die Machthaber, die Satanisten, den Menschen geblendet haben, indem man denen gesagt hat, das Leben ist nur einmal. Man lebt nur einmal, weil man ja nur eine Art Zeitlinie hat, dass man von A nur zu Punkt B geht und dann ist es vorbei. Aber stellt euch mal vor, das Leben wäre so ein Kreislauf, wo es endet, aber dann wieder von vorne anfängt. Wie so ein, ja, ein ewiges Dasein. Und da fragt man sich natürlich, wofür das Ganze? Wofür soll dieses System überhaupt dafür da sein? Ganz einfach, Leute, um zu lernen. Ihr sollt lernen. Und wenn ihr gelernt habt, wenn ihr das Wissen, Erkenntnis habt, könnt ihr eigene Seelen bilden, weil kein Mensch besitzt eine Seele. Man kann aber eine Seele bilden. Und wenn man eine Seele gebildet hat, kann man aus diesem Matrix, aus dieser Simulation entkommen und zu was Göttliches werden, was ja auch in den Schriften steht, aber leider von vielen falsch umgedeutet wird, Leute. Jetzt wisst ihr auch, warum es Mumien existieren, auf was die Mumien sich beziehen, warum diese Menschen eigentlich gar nicht an Leben nach dem Tod in einem, ja, wie soll ich sagen, in einem geistigen Welt gedacht haben, sondern auf einer irdischen Basis. Und wenn ihr nochmals denkt, selbst im Islam ist das eher irdisch, auch im Christentum ist das Leben irdisch. Und wenn man bedenkt, dass zum Beispiel beim Christentum das Paradies auf Erden entstehen wird, nochmals, das Paradies wird auf Erden entstehen. Das Königreich aus dem Himmel wird auf die Erde runterkommen. Darum geht es hier drum. Das heißt, das ganze Existenz, das Leben wird auf dieser Ebene immer wieder stattfinden. Also nichts Geistiges von anderen Welten, was weiß ich was, sondern immer wieder auf der Erde, Leute. So, gehen wir weiter. Das Thema ist schon interessant. Moment, wo haben wir jetzt hier? Was haben wir denn hier? Interessant. Ich mache noch ein Thema. Das Video soll nicht so lang werden. Uninteressant. Das ist aber was Wichtiges, Leute. Das ist auch nicht interessant. Was haben wir hier noch? Machen wir das letzte Thema. Zeitreisender behauptet, 6 Jahre in die Zukunft gereist zu sein und teilt mit, wie Menschen aussterben. Ja, diese Verschwörungstheorie, wo die auf einmal bei TikTok so viele Zeitreisende auftauchen, Leute, ne, die dann behaupten, die Welt würde dann in den nächsten Jahren zugrunde gehen, ist natürlich alles nur Fake. Aber dieses Fake muss nicht Fake sein, sondern in der Bibel, in den alten Schriften steht ja eigentlich das Ende der Menschheit ja schon voraus. Und wenn solchen Geschichten, das ist ja das Krasse an dieser Sache, warum sind in alten Geschichten, ob das die Bibel, Koran oder Tora oder was weiß ich was für biblische oder religiöse Schriften existieren oder sogar mythologische Schriften, Leute, ne? Da wird immer behauptet, dass am Ende der Zeiten, der Ende der Menschheit, ne, immer wieder zu einem Endzeit kommt, eine Endzeit, wo die Menschheit ausgelöscht wird. Und das ist Tatsache, Leute. Das heißt, egal was wir hier tun, aber es spielt doch keine Rolle. Ich denke mal, das Endzeit wird ja nicht direkt um die Jahreszahl passieren, sondern ein bisschen später. Aber das Ende wird kommen. Das Ende der Menschheit ist schon eingeläutet. Das heißt, wir bewegen uns auf das Endzeit zu. Diese ganzen Geschichten über Great Reset und das und jenes, über Impfung, was weiß ich, was die Sachen existieren. Es beruht alles auf das, was kommt. Wir bewegen uns sozusagen geschichtlich auf dieses Endzeit zu, Leute. Ne? Und dabei geht es auch darum, wie ich mein alten Videos erklärt habe, dass es die Auserwählte gibt, auserwählt von den himmlischen Mächten, Ausführungszeichen, die ihren Weg gehen müssen und am Ende, bevor das Spiel zu Ende ist, dann aussortiert werden, ob sie es geschwendet geschafft haben, ihren Lebensweg geschafft zu haben, ihren Seele gebildet zu haben, dann kommen sie ja weg, alles andere wird ausgelöscht und beim nächsten Mal, wie so eine Art Computerspiel wieder aktiviert. Das heißt, alles fängt von vorne an und dann werden wieder neue Auserwählte sein, die wieder ihren Weg gehen müssen und dann geschichtlich am Ende Auserwählte, entweder Auserwählte in die höheren Ebenen oder einfach ausgelöscht sein. Ein absurdes Spiel, in dem wir uns befinden, muss man jetzt sagen. Und wenn man so sieht, Leute, wie man so sieht, geht es am Ende eigentlich nur hier um so eine Art Schule, um zu lernen. Aber das Problem ist nur, dass diese dunklen Mächte, sag ich mal, die Schule so umgeändert haben, so radikal umgeändert haben, dass die Auserwählten kommen eine Chance haben, die echte Wahrheit herauszufinden, weil die Satanisten ja überall sind, Leute. Satanismus ist ja wieder so eine Sache.
Viele Menschen glauben jetzt hier, ja, der Satan kommt mit zwei Hörnern, was weiß ich was hier, hat einen Schwanz und regiert die Hölle. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, ne? Denkt noch mal nach. Wenn wir zum Beispiel über Jesus Christus denken, was ist Jesus Christus? Jesus Christus ist eine Art belebendes Energieform, sage ich mal. Ich will jetzt hier keine religiösen Menschen beleidigen. Ich gehe davon aus, dass Jesus Christus das Belebende ist, der uns am Leben hält, der uns die Energie gibt. Das Ewige, nochmals, das Jesus Christus bedeutet das Ewige, Unsterbliche. Wenn es so ist, was bedeutet dann der Antichrist? Antichrist bedeutet einfach das Gegenteil davon, dass es nur eigentlich ein Todesfeld ist, eine Welt, das nur eine bestimmte Grenze hat und immer wieder zerstört wird, also kein ewiges Leben. Die Menschen, die in diesem System existieren, sind dem Tode geweiht. Das heißt, egal was sie machen, egal, es ist wie so ein Videospiel, das von Anfang bis zum Ende vorprogrammiert ist, man geht einfach diesen Weg und stirbt dann. Das ist doch kein ewiges Leben, es ist eigentlich antichristlich, weil die Energie, das für das System gebraucht wird, nicht ewig ist, sondern es ist für eine bestimmte Begrenztheit, das zur Verfügung steht und dann wird alles ja wieder zerstört im Software, sage ich mal, und dann fängt das von vorne an. Aber in Jesus Christus, wenn man es geschafft hat, in diesen Bereich zu kommen, ist das wie so eine ewige Batterie, in dem man sich sozusagen anschließt und ewiges Leben bekommt, Leute. Stellt euch wie so eine Marionette vor, stellt euch wie so eine Puppe vor, ja, wir sagen, dass in einem Steckdose dran ist und dann hat diese Marionette, die Puppe, ewiges Leben, sag ich mal. Und die antichristliche Ebene wäre, wenn diese Marionette oder diese Puppe einfach durch Batterien laufen, die irgendwann aufhören und leer werden. Und irgendwann werden die Batterien gewechselt und dann spielt diese Puppe oder diese Dings immer wieder. Aber man muss versuchen, an die Stromquelle zu kommen, dass man ewiges Leben hat. Ich hoffe, ihr habt das so ungefähr verstanden, wie ich das meinte. Ja, Leute, kurzes Video, aber interessante Themen. Ich würde mal sagen, bis demnächst und ciao.